Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne dieses Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir den Herzensbrecher-Skin im Shop. Der war, glaube ich, tatsächlich das letzte Mal zum letzten Valentinstag im Shop. Das heißt so, um die 365 Tage müsste es her sein, dass der das letzte Mal im Shop war. Ist aber eigentlich ein ganz nicer Skin, vor allem als blauer Skin. Ist ja vollkommen in Ordnung. Dazu gibt es das Schokolama. Und dann haben wir als nächstes den Spinnenritter-Skin. Dann den Arachne-Skin. Dazu den Netzfetzer-Spitzhacken. Ich glaube, hier leuchten die Augen immer mehr, umso häufiger man schlägt, aber ich weiß es nicht ganz genau, könnte auch was ganz anderes sein, aber ich glaube, es hat zumindest etwas mit den Augen zu tun. Dann habe ich als nächstes den Flugweber. Dann haben wir noch den Äffchen-Skin. Als nächstes haben wir dann die Gaunerin. Dann doppeltes Spiel. Rasenansturm als Fortbewegungs-Emote. Die Spektralhacke. Dann den Wellengang-Emote. Und dann noch den Rage-Quit-Emote. Dann haben wir im Liebe und Krieg-Shop heute einmal noch den Harlequin-Skin mit der Punchline und Harlietta Spitzhacke. Dann das Metallmaskenpaket mit dem Sadie und Eisenfratze-Skin sowie den Stachelkolben-Spitzhacken. Dann haben wir noch den Liebesdorn-Skin von vorgestern. Ja, glaube ich, von vorgestern, genau, mit dem violetten und Standardstil. Und dann haben wir auch noch den in Schwarz heute im Shop. Der hat ja auch den zweiten Stil, den Pixel-Art-Stil. Wird leider immer nicht angezeigt. So sieht er aus. Ist jetzt für heute und ich denke halt für morgen dann auch noch im Liebe und Krieg-Shop. Finde ich eigentlich immer ganz cool, dass sie dann immer zwei Tage jetzt drin sind, die ganzen Liebe und Krieg-Items. Und morgen wird dann auch wahrscheinlich der Herzensbrecher ebenfalls hier hinten in den Shop kommen. Als letztes haben wir noch die Wutstreiterin. Heute tatsächlich nicht mehr mit dem Backpack, das dazu gehört. Das war's auf jeden Fall mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.